Aloha Prinzessin, die dies noch werden wollen oder auch nicht. Heute gibt es den Raubzug der etwas anderen Art, nämlich alle lustigen Sachen, die in der letzten Zeit bei mir eingezogen sind, die keine Kosmetik sind. Also wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ja, bei mir ist eine Menge eingezogen, was keine Kosmetik ist und das möchte ich euch auf jeden Fall gerne zeigen. Ich war sehr scharf auf diese Tasche von der Crow-Kollektion von H&M mit diesen Tatzen drauf. Das ist ein Stoffbeutel, der sehr, sehr lange Henkel hat. Also den kann selbst ich mir mit etwas dickeren Armen umhängen. Und hinten, jetzt ist er leider ein bisschen dreckig, weil ich einkaufen war, steht noch Milk. Das ist von H&M aus der Crow-Kollektion. Der ist limitiert gewesen. Den hat mir die liebe Mia, Clara und ich hier auf YouTube geschenkt. Vielen Dank dafür, ich freue mich sehr, der ist diese Woche bei mir eingezogen und ich habe ihn schon fleißig benutzt. Dann geht es weiter, es sind noch ein paar mehr Sachen eingezogen. Ich habe diese kleinen Knöpfe gekauft, die sind für an meine Kommode, da werde ich euch dann noch zeigen, wie ich die verschönert habe. Das sind kleine Schwalben in Türkis, die gab es hier in München in einem Buchladen irgendwie, warum auch immer die es in einem Buchladen gab. Die sind von Wendekreis, Handelskontor Berlin. Die werde ich an meine Kommode machen. Die haben hinten so eine Mutter und die kann man die Griffe austauschen und die finde ich sehr, sehr süß. Da kommen aber auch noch andere Knöpfe dazu, deswegen, die sind zwar eingezogen, aber ich zeige euch noch, was ich genau damit machen werde. Dann eingezogen ist, und ihr habt es schon gesehen und ich hatte auch fleißig darüber getwittert, weil ich mich so gefreut habe, eine Gießkanne. Hier kommt das Wasser rein, hier kommt es raus und ich finde, das ist die coolste Gießkanne der Welt. Die hat nur 1,50 Euro gekostet, die gab es bei Teddy, das war ein Dinosaurier. Ich konnte sie nicht stehen lassen. Sie hat meinen Namen gerufen und jetzt braucht dieser Kerl einen kleinen Namen. Spontan habe ich ihn gestern Hans getauft, aber ich weiß nicht, ob Hans wirklich zu ihm passt. Wenn ihr einen cooleren Namen habt als Hans, also einen coolen Dinosauriernamen, einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr drüber freuen. Der ist auch eingezogen. Also ihr seht, ich war fleißig. Dann eingezogen ist, das hat mir meine Schwester geschenkt. Da werde ich auf jeden Fall eine Review zu machen. Das ist ein Buch von Matthias Malzieu, Die Mechanik des Herzens. Und es hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen und hinten steht drauf, was mich auch sehr angesprochen hat, ein Märchen im Tim Burton-Style. Die Sprache des Buches ist sehr verspielt, stimmungsgeladen, romantisch, irgendwie verträumt. Also sehr, sehr toll. Da geht es, ja, die Mechanik des Herzens, da geht es um einen Jungen, der ein mechanisches Herz hat, sich verliebt, aber wenn er verliebt ist, könnte das quasi nicht mehr funktionieren und dann würde er sterben. Wenn ich es durch habe, ich habe in der Tat, ich werde es an einem Tag durchlesen, aber ich habe es mir bisher aufgehoben für einen regnerischen Sonntag mit einer Duftkerze und so. Also ich möchte dieses Buch genießen. Dann werde ich euch auf jeden Fall noch eine Review zu machen, aber wer ein Geschenk sucht oder so, schaut es euch mal auf Amazon an. Amazon, es ist sehr, sehr gut bewertet. Dann ist noch bei mir eingezogen, aber da kommt noch ein größeres Video. Ich hatte nämlich bei Lomocrafty hatte ich einen Gutschein und da habe ich unter anderem den Lomocrafty City Guide Berlin gekauft, weil ich mir den mal angucken wollte, weil der war sehr günstig, um die 8 Euro und es ist wahrscheinlich auch ein cooles Geschenk für Leute, die sich für Fotos interessieren, für die Lomo-Kameras und generell coole Berliner Tipps. Also der ist ein bisschen anders aufgemacht, auch mit coolen Städte-Tipps und Tricks, aber auch sehr schön bebildert und auch, wo man tolle Fotos machen kann. Der ist auch bei mir eingezogen, den fand ich auch sehr, sehr cool bisher, aber ich habe mich nur ein paar Mal durchgeblättert und noch nicht intensiv damit befasst, aber der ist auch in meinem Haul dabei sozusagen. Und dann konnte ich es kaum erwarten und es ist für mich wahrscheinlich das Album des Jahres, außer Casper kommt dieses Jahr noch mit seinem Album heraus. Prinz Pi, Kompass ohne Norden. Ich habe in der Tat, obwohl mir das Shirt nicht passt, die Sammler-Edition, die Box bestellt und sie ist sehr, sehr cool. Ich höre das Album derzeit rauf und runter. Mein Lieblingslied derzeit ist Die letzte Ex. Das ist sehr, sehr cool. Da spricht mich auch gleich die erste Zeile an. Ihr werdet diese Sammlerbox leider nicht mehr bekommen, aber ihr bekommt natürlich noch die CD und von mir ist es wirklich eine totale Empfehlung. Es sind super, super Lieder drauf. Mir gefallen alle. Ich höre keins weg. Das ist schon mal für mich, das war beim letzten Album, wo es so war, war XOXO von Casper. Also das hat schon mal sehr, sehr viel zu bedeuten. Die letzte Ex Nummer 12 höre ich derzeit sehr, sehr oft. Unser Platz natürlich. Dann Kompass ohne Norden gefällt mir auch sehr, sehr gut.
100x natürlich, also ein Glück natürlich, also mir gefällt eigentlich alles. Das sind jetzt so die, die ihr im Vornherein oder auch hier auf YouTube auch anhören könnt. Ich schreibe euch dazu nochmal was in die Infobox rein, wenn ihr euch für deutsche Musik, Deutschrap interessiert, dann auf jeden Fall. Ich kann euch aber noch kurz zeigen, es war halt noch dieses T-Shirt drin, was mir wahrscheinlich nie im Leben passen wird, aber egal, Hauptsache es war dabei. Dann auch noch, was ich sehr cool finde, die Instrumental-CD. Und dann wahrscheinlich werde ich es jetzt nicht rausbekommen, was sehr, sehr schade ist. Es ist ein sehr, sehr cooles Buch dabei. Doch, ich kriege es raus. Moment. Ich will nichts zerstören, weil ich liebe meine Sammleredition. So. Prinz Pi, Kompass ohne Norden. Das Buch mit Illustrationen und lauter tollen Sachen, die da noch drinstehen. Natürlich Fotos von ihm auch. Aber auch so ein bisschen, ja, einfach Lektüre. Und Zitate, die ich liebe solche Bücher einfach und das ist einfach wirklich toll gewesen. Die besten Dinge kommen in den kleinsten Stückzahlen. Wir meinten immer nur einander, wenn wir Glück sagten. Das ist sehr, sehr schön. Also ich liebe es auf jeden Fall. Es hat mich auch wieder irgendwie zum Nachdenken gebracht. Ich denke schon länger über verschiedene Tattoos nach, ob ich vielleicht doch einen Kompass auch irgendwo hin möchte. Aber der hätte dann auch noch eine andere Bedeutung. Deswegen mal schauen. Vielleicht sollte ich irgendwann mal ein Tattoo-Video machen, weil ich kann mich auch irgendwie nicht entscheiden. Dann natürlich noch Sticker mit verschiedenen Sachen drauf und eine Autogrammkarte. Das war sozusagen mein Haul. Dann habe ich noch mehr Bücher gekauft. Ich weiß aber nicht, ob ihr euch dafür interessiert. Ich ernähre mich seit ein paar Wochen vegan und habe hier eine Menge Kochbücher und die nicht sehr teuer waren. Auch vegane Cupcakes und dieses Buch hier ist ziemlich cool. Cool vegan zu Hause und unterwegs, das mag ich sehr gerne. Da kann ich gerne mal eine Review zu machen, aber ich weiß, dieses Thema ist immer sehr umstritten. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr sowas cool findet oder nicht. Deswegen könnt ihr einfach mal unten drunter schreiben. Ich weiß, dass ihr sowieso ein Ernährungsgewichts-Update wollt. Bei mir hat sich sehr, sehr viel getan. Ich bin gerade wieder dabei, alles in den Griff zu bekommen. Mir geht es auch wieder gut. Ihr merkt es wahrscheinlich auch an den Videos. Das freut mich sehr. Dennoch sind Kommentare zu meinem Gewicht und meiner Diät oder Ernährungsumstellung oder was auch immer unter jedem Video drunter. Deswegen, ja, schreibt einfach mal unten drunter, was ihr hören oder sehen wollt. Auf jeden Fall, das war mein Raubzug. Ich hoffe, euch haben die Sachen Spaß gemacht. Ich liebe jedes einzelne davon und ich freue mich auch sehr, dieses Buch zu lesen und ich liebe diese CD. Ich höre sie derzeit rauf und runter, wobei ich auch noch zwei andere Favoriten habe. Also wenn euch auch mehr Musik interessiert oder solche Geschichten, einfach unten drunter schreiben. Ich drehe euch, was ihr möchtet, wenn ihr mich blubbern hören wollt, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich von euch. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Aber lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Macht's gut.